bin in besserer Verfassung, als du einfach vermuten lässt. Ich mache sogar gelegentlich Visiten. Ich glaube, ich habe hier drin gezogen. Okay. Ich kann natürlich nur im Moment... Was ist das für ein Leiden, von dem Sie sprechen? Kein Grund zur Besorgnis, meine Liebe. Die Symptome sind zeitweilig abgeklungen. Sobald ich die nötigen Vorkehrungen getroffen habe, beschreibe ich Ihnen meinen Zustand. Der Typ wird immer mehr zum Bayer. Immer mehr. Schließlich ist die Sache vertraulich. Sonst sehen halt diese Wände. Selbst innerhalb dieser Wände. Es ist geheim. Ja, man könnte sagen, dass ich sowohl Patient als auch Forschungskorpus bin. Fürs Erste bitte ich Sie, Ihren normalen Dienst nachzugehen. Jetzt eine Brezel mit Butter, oder? Boah, das wäre was. Ich bin mir sicher, Rousseau wird eine Beschäftigung für Sie finden. Yeah. Das wird ja bestimmt. Dann machen wir uns mal die Arbeit. Rufen Sie, wenn Sie was brauchen. Markus! Sie widersetzen sich meinen Anweisungen und verschwanden nach Alaska. Aber schlussendlich mussten sie doch wieder hierher zurückkehren. Ach, er ist geflohen, oder was? Anscheinend streichel ich meine Füße. Ich will gerade meine Füße richtig platzieren. Ja, okay. Mach weiter. Ich werde sie nicht tadeln, solange sie ihr Schicksal akzeptieren. Ihr Schicksal akzeptieren. Das verlangen sie von mir? In der Tat. Indeed. Ein geiles Wort. Das ist schon ziemlich cool. Ja, regt mich sexuell an. Oh. Brauchst du richtig ein Zelt, wenn du das hörst, ey. Hallo, Dr. Blaylock. Oh, guten Tag, Elena. Fangen Sie heute an? Ja, genau. Ich komme eigentlich gerade aus einem Kurzurlaub zurück. Ich muss mich schnell wieder an meinen Arbeitsalltag hier gewöhnen. Aber das ist etwas schwierig, weil es hier so viele neue Gesichter gibt. Valerie, sind Sie da? Wir müssen operieren. Ist das Ihr Ernst? Rousseau war so frei und hat uns freiwillig gemeldet. Netter Kerl, was? Ich hoffe nur, dass es nicht bloß ein Vorgeschmack auf das, was uns noch bevorsteht. Na gut, ich mach mich fertig. Elena, assistieren Sie? Auf jeden Fall. Fangen sofort mit den Vorbereitungen an. So, was haben wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ist auch nur 1,73. Tumorbildung. Alle Tumor. Geht voll klar. Lassen Sie mich mit der Vorbesprechung der heutigen Operation beginnen. Also, mache ich Sie etwas nervös? Tun Sie einfach so, als wäre ich gar nicht hier. Mit Vergnügen. Bitte fahren Sie fort, Elena. Der Patient leidet an einem eitrigen Lungenabszess. Verursacht durch... Oh Gott. Durch das da. Sowohl die Röntgenaufnahmen als auch die Tomographie bestätigen diese Diagnose. Ich glaube, man macht mal dein Mikro ein bisschen von deinem Mund weg. Wieso? Ich glaube, wenn du redest, ist das voll so pff. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Okay. Sie haben zwei Ziele bei dieser Operation. Suchen Sie mit dem Ultraschall einen Schatten, schneiden Sie die Stelle ein und saugen Sie den Eiter ab. Eiter. Und natürlich müssen Sie auch den Tumor entfernen, der das Problem verursacht. Is there anything you'd like to add, Dr. Rousseau? Möchten Sie noch irgendwas zufügen, Rousseau? Oh, nicht doch. Ich werde Ihnen bloß zusehen. Er ist das richtige Arschloch, ey. Wir werden versuchen, Sie nicht zu enttäuschen. Wollen wir immer übelst zeigen, wie geil wir sind? Ja, Mann. Ready to begin. Ready. Ding, ding, ding. Die sehen alle so klein aus. Yep. Okay, sind sie eigentlich auch. Yep. We'll show Dr. Rousseau why we're here. Gut gemacht. Dankeschön. Ich meinte mich mit dem Heilen. Okay. Eiter. Okay, ich schneide. Erstmal saugen wir Eiter ab. Ja, da fehlt ja ein Schnitt. Hast du es gesehen? Das war gar nicht schlecht von uns. Ja, warte, ich bin gerade irgendwie relativ erstaunt. Well done, Doctor. Was ein Team, ey. Oh Gott. Oh Gott. Das ist aber Eiter City hier, ey. Kannst du die Kamera ein bisschen nach unten machen?
Ah, warte. Saugen. Nein, nicht, warte, erst saugen. Ja, ich hab gedacht, das wäre noch Platz, weißt du? Weil es war nicht ganz, ganz da drauf und so. Irgendwo muss hier noch einer sein. Du heilst? Nein. Ich wollte eigentlich die Tumore wegmachen. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ja, so. Das ist gut. Übelstes Team. Oha, übelst, ey. Übelstes Team. Übelst. Komm, Faust. Faust. Bam. Bam, Alter. Ja, yeah, Mann. Close him up. Na los. Immerhin. Das war gut. Kann man nichts gegen sagen. Bam. Läuft. Also wenn das kein A war, weiß ich auch nicht. Na, ich weiß nicht. Du hast ein paar Mal das Tuch fallen lassen. Also ich hab einmal das Tuch fallen lassen. Zweimal. Einmal. Viewer, einmal. Unter oder gleich 70 Alterbildungen. Nicht schlecht. Also, ne? Boah, das ist Ganze, ey. Oh, ey. Ich bin praktisch zerhackstückt. Ja. Nun, Dr. Vaughn, wie ich sehe, haben Sie Ihre Fähigkeiten nicht vernachlässigt. Was? Surprised. Überrascht? Was war deiner? Sag's nochmal. Überrascht geht voll. Na, Sie hätten ja schließlich noch Frostbeulen haben können. Oh, wie witzig er ist, ey. Ach ja, ich muss Ihnen noch unseren neuen Post-OP-Verfahren erläutern. Es hat sich seit Ihrer Abreise einiges geändert. Den Befund müssen Sie im Büro im zweiten Stock abgeben. Und die Chirurgen müssen an einer Nachbesprechung ihrer Fälle jeden Dienstagmorgen teilnehmen. Fürs Erste werden wir Sie dort aber nicht benötigen. Ich werde Sie rufen, sobald es nötig erscheint. Nun, dann entschuldigen Sie mich bitte. Dankeschön. Der ist ein Arschloch. Aber übelst, ey. Und wir haben C gekriegt. Ja, haben wir echt. Jetzt Schrittmacher. Nee, ich glaube, es ist einfach Schrittmacher. Wir rennen mit einer Peitsche und einem Typen her und machen einen Schritt. Okay. Stille. Vollweg. We'll be implanting a pacemaker? Schleichwerbung. Schleichwerbung? Wir werden einen Herzschrittmacher einsetzen. Yes. Oh Gott, was soll er machen? Ja, wir werden einen Wechseleingriff vornehmen und das Modell der Patientin noch durch ein besseres ersetzen. Sie werden auch ihre Voruntersuchung durchführen. Er sieht gar nicht so aus, als wäre er so. Wieso macht das denn kein Kardiologe? Weil ich glaube, dass sie beide sich besser zur Durchführung dieser Prozedur eignen. Ein Spezialteam wird zu ihrer Unterstützung bereitstehen, aber ich denke nicht, dass es nötig sein wird. Man scheint viel von uns zu erwarten, aber man merkt nicht, wenn man sieht, wie das Personal behandelt. Aber das merkt man nicht, ne? Ja. Sehen Sie als Vorbereitung für den tatsächlichen Eingriff. Ein passender Herzschrittmacher wurde bereits ausgewählt. Sie implantieren dasselbe Modell, das auch ich zurzeit nutze. Den gleichen Herzschrittmacher wie Ihren? Was ist daran so krass? Ich meine, hallo? Oh mein Gott. Oh Gott. Und es tut auch wirklich nicht weh. Oh. Du wirst die ganze Zeit schlafen. Wenn du aufwachst, ist es schon vorbei. Die ist bestimmt 1,30 oder so. Aber was, wenn ich wach werde? Wird das wehtun? Ich verspreche dir, das passiert nicht. Wenn du jetzt hier machst, dass du schläfst, egal was passiert. Es werden Höllenschmerzen. Wenn es macht, dass ich schlafe, wie werde ich dann wieder wach? Schlafe ich dann für immer? Ja, wir bringen. Also, du wirst schon wieder wach, wenn du Hunger kriegst. Chloe, du weißt, dass es deinem Herz nicht gut geht, oder? Im Moment ist alles klar, weil die Ärzte dir eine Maschine eingesetzt haben, die deinem Herzen hilft. Aber wir haben festgestellt, dass diese Maschine nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn wir keine neue Maschine einsetzen, tut dir die Brust weh. Du wirst sterben! Du willst doch nicht, dass dir die Brust weh tut, oder? Nein. Na gut, die Operation ist morgen. Tun wir beide unser Bestes. Komm, Chloe, wir gehen zurück auf dein Zimmer.
Keine Sorge, du musst gar keine Angst haben. Es geht dir bald wieder besser. Ich denke auch. Wir sind fähige Ärzte. Wir haben uns letztens nur ein bisschen verhackstückt. Ein bisschen. Einem Kind zum zweiten Mal den Brustkorb zu öffnen. Als Ärztin sollte mir das nichts ausmachen. Aber es bricht mir trotzdem als Ärzte. Ist auch irgendwie krass. Meinst du? Also ich habe schon so ein komisches Gefühl gehabt, als sie gerade auf den Screen kam. Naja. Das kleine Mädchen. Diese Operation hat nichts mit den Anweisungen des Professors zu tun. Konzentrieren wir uns darauf, das Beste für die Kleine zu tun, okay? Was ist er denn? Im Ernst, es tut echt weh. Los, ihr müsst doch was für mich tun können. Ich bedauere, aber wir haben bei der Untersuchung nichts festgestellt. Das ist eine verdammte Frau, oder? Ja, guck dir die Frau mal an. Die Medizin, die ich vorher hatte, die Kind zu helfen, könnt ihr mir nicht noch was davon geben? Wie ich bereits sagte, ich kann Ihnen kein Rezept schreiben. Ah, Dr. Vaughn, können Sie mir bitte helfen, diesen Patienten hier etwas klar zu machen? Oh Gott, ey. Ich, Dr. Chen? Chen? Er lässt sich nicht belehren. Und ich weigere mich, ihm ein Rezept auszustellen. Er tut so, nur so, als ob er Schmerzen hätte, weil er schmerzmittelabhängig ist. Was? Sie nennen mich einen Lügner? Vergessen Sie es, ich verschwinde. Was glaubt er, wo ist? An einer Straßenecke? Er streift hier rum, als wollte ich ihm helfen. Das Erste, was er sagt, ist, ich brauche Stoff. Junkie. Facepalm. Wie ist er hier reingekommen? Ich weiß es nicht, aber ich sollte ihm den Sicherheitsdienst melden. Übrigens, ob da war nicht, ich hörte, dass sie heute einen Schritt nach OP durchführen. Das stimmt, ich bin der Neue hier, also muss ich tun, was man mir sagt. Da haben Sie wohl recht. Na dann, viel Glück. Wenn alles gut läuft, werde ich Sie gerne bitten, als mein Assistent zu arbeiten. Keinsten Schlampe. Wir sind kein Assistent, wir sind Chefarzt. Ich werde mein Bestes tun, um Ihre Arbeit. Guck dir meine Haare an, Schlampe. Sieht aus wie Haare eines Assistenten. Echt mal. Ah, 1,33, 30 Kilo. Die ist ganz schön, ne? Klein. Aber trotzdem werden ihre Brüste abgedeckt sein. Nee. Sind sie nicht. Nein? Nein. Sind sie nicht. Okay. Your objective for this operation is to replace. Ach so, das gar nicht vor. Halten Sie zunächst den alten Schrittmacher an. Ja, Schrittmacher. Ja, okay, das machen da wir. Da sagen die nur, yeah, alles, wir kriegen was das eh hin. Schon klar. Gut. Yay. Und los geht's. Genau das haben sie gesagt. So. Markus Vaughn. Wie, was? Markus Vaughn. Let's do this. Du kannst dich nicht bewegen, oder? Nee. Was ist da los? Jetzt kann ich wieder bewegen. Warte mal. Das könnte an dem hier liegen. Jetzt geht's, oder? Ja. If I remember correctly. Oh, really? Well, let's have a look. Boah, war das schief. Und, Ging voll, ey. Ja, ne, ging voll. War ideal und so. Da müssen wir rausziehen, ne? Ja, okay. Okay, good job. Wir haben gar nichts gemacht. Jetzt müssen wir hier schneiden. Doctor, the patient's going into cardiac arrest. What the fuck? Jetzt müssen, oh Gott, dann, ja. We can't use the defibrillator because of her pacemaker. We'll have to massage the heart by hand. Herzmassage. Was muss ich tun? Wenn die große Hand auf der kleinen ist, die geht so nach innen. Dann drückst du A und B, die beiden. A und B. Ja, die beiden. Okay. Doctor, your timing's off. Oh Gott. Ja, du, SP1 bin ich übrigens, ne? Ja, weiß ich. Ich hab nur zum Versagen gedrückt. There's a chance she'll go into if that does occur. Understood. Use the antibiotic gel. Desinfizieren, schneiden. Absaugen. Okay, hurry up and remove the lead before it looks like you got all the blood. Forceps. Quickly remove the lead. The EKG. Now. Please place the lead on the tray. Achtung, wenn sie fibrilliert, dürfen wir nichts machen. Let's continue. Okay, weiter. Auch kein Gel drauf schmieren? Jetzt müssen wir den Herzschrittmacher weglegen. Okay, erstmal die Kabel. Please treat the remaining wounds. Her heart's fibrillating. Achtung, nichts machen, nichts machen. Nichts machen. Bis es aufhört. She's going into cardiac arrest. Okay, fuck. We've got to do something. Zweimal ideal, bitch.